Mein Thema gleich. Panik. Wer hat mit meiner Freundin geschlafen? Also ich habe es erst im dritten Monat erfahren. Die anderen duften in mir, komm, und der dufte draußen. Sie ist früher gesagt, hätte man auch sagen können, ja, okay, abtreiben ohne Probleme, aber... Wir wollten wissen, findest du deine Schwester Michelle sexuell attraktiv? Was? Mein Arzt hat mir nicht gesagt, dass ich impotent bin. Warst du danach treu? Ja, ja, sowieso. Nun haben wir aber auch noch René im Bunde. Da war ich besoffen. Sind David und Tim. Beide haben vor einiger Zeit mit Sarah Sex gehabt. Es ist ein Kindchen entstanden, das ist die Samantha. Nun weiß keiner so ganz genau, wer denn eigentlich der Vater von Samantha ist. Und nun kommt das ganz Spektakuläre. Es kommt sogar noch ein Dritter in Frage. Wie schon gesagt, es gibt viel zu klären. Packen wir es an, deswegen begrüße ich nun meinen ersten Gast. Hier ist Sarah. Sarah, am 21.11. ist die Kleine auf die Welt gekommen. Ja. Wie ging es dir da? Wie geht's dir jetzt? Gut. Anstrengend? Es geht. Ja. Nun gibt es diese wirklich schwierige Situation, dass du überhaupt keinen blassen Schimmer hast, wer der Papa von der Samantha ist. Ne? Mhm. Wie konnte das passieren? Na, es war so gewesen, ich war mit dem Tim zusammen. Ja. Ja, ist jetzt mit dem David, war ich zusammen. Und dann habe ich mit dem David Schluss gemacht, weil ich dann den Tim über den Chat kennengelernt habe. Okay. Und dann hat der mir aber nicht mehr gefallen, bin ich jetzt zu meinem Ex gegangen. Heißt? Also David, Tim und dann wieder zu David. Genau. Und dann? Ja, und dann war der langweilig, bin ich wieder zu den anderen gegangen. Zu Tim? Ja. Nun haben wir aber auch noch René im Bunde. Da war ich besoffen. Und wann war der? Wie bitte? Wann war denn der? Schon ein bisschen lange her. Aber ich muss die Reihenfolge ja einmal wissen. Also, es gab David, es gab Tim, dann gab es irgendwann wieder David. Aber wo dazwischen war René? Zwischen Tim. Ja, das Problem ist... Ich war mit Tim zusammen, ich bin aber Tim fremdgegangen mit dem René. Ah, okay. Also, David, Tim. Tim wurde sozusagen gedoppelt, weil dann kam auf einmal noch René dazu. Und dann kam wieder David. Ja. Das ist die Reihenfolge. Ja. Es bleibt, also so gesehen kann man sagen, es ist eigentlich völlig Wurst. Fakt ist, du hast überhaupt keinen blassen Schimmer mehr, wann dein Kind genau gezeugt wurde und auch nicht mit wem es gezeugt wurde. Kann man das so sagen? Hm. Findest du das? Also den David schließe ich mir aus so. Warum David schließt du aus? Mit David bist du doch jetzt wieder zusammen, oder? Ja. Aha, und wieso schließt du nun gerade David aus? Weil wir schon so oft versucht haben und nie was geworden ist. Ein Kind zu kriegen? Genau. Ja, weißt du ja nicht, vielleicht hat es ja geklappt. Nein. Aha. Kümmert sich denn der David jetzt gerade um Samantha? Ja. Das heißt, er ist momentan so ein bisschen in diese Vaterrolle geschlüpft. Mhm. Und ausgerechnet ihn schließt du aber am meisten aus. Ja. Aber warum denkst du denn, dass es nicht von ihm hätte sein können? Weil, naja, wie soll ich das erklären? Wo ich was mit ihm hatte, also das, naja. Also du, sag einfach, wie es ist, was denkst du? Also wo ich was mit ihm hatte und mit den anderen, also die anderen durften in mir kommen und der durfte draußen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll. Also du hast sozusagen mit ihm den sogenannten Coitus Interruptus vollzogen, das heißt, kurz vorher abgebrochen. Aber du hast ja nun nicht nur einmal mit ihm geschlafen, sondern du hast ja mit David regelmäßig geschlafen. Ja, aber immer wieder habe ich gesagt, raus.
Und wieso durften Tim und René drinbleiben? Nein, bei René, da war ich besoffen. Da war ich Blackout. Richtig Blackout. Verstehe. Und Tim? Und bei Tim, der, na, das war so gewesen, er hat sich ja mit mir eins gewünscht, mal ein Kind. Und jetzt sagt er, ihm das ist egal. Also, wenn's auch von ihm, also wenn er sagt, wenn es jetzt von ihnen sein sollte, das Kind, würde es ihnen egal sein. Was denkst du denn? Von wem ist Samantha? Tim, sage ich. Von Tim? Mhm. Das ist so das, was du hoffst oder glaubst? Und das glaube ich und das sagen alle. Also die, warum? Sind die Ähnlichkeiten so stark? Oder? Mhm. Aber was mich natürlich so ein bisschen irritiert, Sarah, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, du bist gerade mal 18 Jahre alt. Und ich höre, dass du mit einer gewissen Wahllosigkeit an die Auswahl oder an die Auswahl deiner möglichen Erzeuger herangegangen bist oder Erzeuger für dein Kind. Ist dir denn das völlig egal gewesen, wer dir ein Kind macht? Nee, das nicht, eigentlich nicht. Sondern? Na, ich habe mir ja eigentlich gewünscht gehabt mit Tim. Du hast ein Kind gewünscht. Ja, aber weißt du, wenn du dir mit einem Mann ein Kind wünschst, das ist ja auch alles schön und gut. Aber wieso kommen dann gleich drei in Frage? Ja? Also ich meine, verhütet man doch wenigstens mit den anderen Männern. Ne, das war so steht nicht. Verhütung. Verhütest du jetzt? Nee, also jetzt habe ich keinen Geschlechtsverkehr. Ich denke, du bist mit David zusammen. Ja, aber jetzt ist erstmal die 6 Wochen, wo ich erstmal warte. Also stimmt, du bist noch im Kindsbett, wie es so genau. Schön ist. Na gut, das heißt, der David, sag mal, wie geht denn der damit um, wenn der hört, okay, du hast allen anderen Männern erlaubt, irgendwie mit dir Kinder machen zu dürfen? Das weiß er ja. Und fand er das in Ordnung? Nee, er hat da drum gemeckert. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gerne David dazu holen, weil er ist jetzt gerade derjenige, der sich um Samantha kümmert. Er ist derjenige, der mit dir auch zusammen ist. Ja, hört aber, er ist der Einzige, der nicht wirklich ganz intensiv mit dir zusammen sein darf, wie es scheint. Tja, frage ich ihn mal, wie er das findet. Hier ist David. David, sag mal, was denkst du, ist Samantha deine Tochter? Na, Sarah sagt, dass es nicht meine Tochter ist, also ich davon aus, auch, dass es nicht meine ist. Also. Aber in Frage kämst du schon, weil du hast regelmäßig Geschlechtsverkehr mit Sarah gehabt zu der Zeit. Hm. Hast du so ein bisschen zuhören können, was sie hier gerade erzählt hat? Ja. Wie findest du denn das, dass sie eigentlich... Na, ich weiß ja nicht, also so wie ich gehört habe, also stellt sie mich ja so bloß und schlecht, also... Zum Beispiel, dass ich nicht in Frage kommen könnte und immer rausgezogen, also so ist es ja auch nicht, also. Oder wie sie zum Beispiel darauf kommt, dass ich impotent sein könnte, also ich weiß ja nicht, wo sie sich das hernimmt, also. Du sagst über ihn, er könnte impotent sein, wie kommst du jetzt darauf? Hast du das gerade, habe ich es richtig verstanden, hast du gerade gesagt, ja? Wieso denkst du sowas? Weil das viele gesagt haben. Ja, aber hat dir irgendjemand die Gewissheit eben? Also mein Arzt hat mir nicht gesagt, dass ich impotent bin. Wie kommen die denn da drauf, das einfach über David zu sagen, er sei, wie du so schön formulierst, impotent? Weiß ich nicht. Aha. Was sagst du denn dazu, dass man solche Dinge über dich behauptet? Was soll ich dazu sagen? Also, ist halt nicht schön. Also, ich weiß ja, dass es nicht so ist. Also. Okay. Hast du es mal testen lassen? Ein Spermiogramm gemacht oder was? Ich habe ja daran keine Zweifel. Also, warum soll ich es testen lassen? Also? Okay, aber ist ja schon irgendwie frech, wenn die eigene Freundin so flapsig damit umgeht, oder? Also du sagst ja auch, du fühlst dich fast ein bisschen, deine Ehre fühlt sich fast ein bisschen verletzt sozusagen. Ne? Kümmerst du dich um Samantha? Na, so weit wie geht, ja. Wer steht denn nachts auf? Ich. Also wenn sie im Bett liegen bleibt, dann kümmere ich mich natürlich um sie. Ehrlich, ja? Das heißt, du gibst ihr die Flasche, oder? David, und das, obwohl du davon ausgehst, dass es vielleicht nicht dein Kind ist. Ja, aber ich sag mal, würde ich sie jetzt damit alleine lassen, würde sie untergehen. Und das sagen alle. Ob das mein Dad ist, alle. Was würde dann passieren? Na, sie würde untergehen, also wenn ich sie jetzt damit alleine lasse. Sag mal, das heißt, du willst im Grunde Samantha schützen. Also das machst du fürs Kind auch, ja? Na, sicherlich. David, das finde ich ganz toll. À la bonne heure. Ich sehr wie vor.
sag mal, das würde genug andere Väter geben, die sich einfach aus dem Staub machen. Und das mache ich halt nicht. Nee, finde ich, das ist das, was ich einfach toll finde. Und dann noch vor dem Hintergrund, dass du damit rechnen kannst, dass dieses Kind vielleicht wirklich nicht von dir ist. Weil es ist ja, sagen wir mal, eine Eindrittelchance. Es gibt euch drei. Es gibt eben an deiner Seite, oder ich sag mal, in direkter Konkurrenz auch noch den Tim und es gibt natürlich auch noch den René. Mhm. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist denn dein Verhältnis zu den Jungs? Kennst du die? Ja, also zu Tim habe ich keinen Kontakt, zu René auch nicht so. Also mal feiern gewesen, aber sonst eigentlich im Großen. Geht, also. Geht. Ich habe ja, wie gesagt, mit ihm nichts zu tun. Also. Naja, weil ich so mal quatschen, gut, aber mehr auch nicht. Aber Fakt ist ja, Sarah hat dich ja wegen Tim schon mal sitzen lassen. Ja. Warum, weswegen, keine Ahnung. Ja, vielleicht fand sie ihn zu dem Zeitpunkt attraktiver wie mich, keine Ahnung. Warst du? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt auch schlauer. Ja. Und heute? Heute nicht mehr. Aha. Reizt Tim dich noch? Nee. Sicher? Ja. Und René? Nee. Auf keinen Fall. Also Tim, glaube ich, das klingt so, als steckt da noch irgendwas drin, muss ich sagen. Ich bin gespannt, weil Tim ist natürlich heute auch mein Gast. Und ich würde sagen, ich hole ihn mir mal dazu. Denn auch er gehört ja in dieses Dreiergespann der Männer. Herzlich willkommen, Tim. Tim, was hast denn du, oder andersrum, wie hast denn du reagiert, als du gehört hast, dass Sarah schwanger ist? Naja, schön wäre es, wenn es passend war. Also ich habe es erst im dritten Monat erfahren, als sie im dritten Monat war. Sie ist früher gesagt, hätte man auch sagen können, ja, okay, abtreiben ohne Probleme. Aber ja, nein, es ist jetzt echt nichts Böses so. Aber sie hat mir gesagt, ihr hättet euch beide ein Kind gewünscht. Ja, okay, stimmt so an sich, aber wenn die Beziehung länger gehalten hätte. Dann ja, aber ich bin 18. Ja, du bist 18? Ja, das ist viel zu früh, das geht gar nicht. Das ist sehr früh in der Tat. Aber ich meine, wusstest du denn, dass sie nicht verhütet? Ja, mehr oder weniger. Sie hat mir erzählt, dass sie die Pille abgesetzt hat. Allerdings hat sie mir nicht erzählt, dass sie die auf längere Zeit nicht mehr nimmt. Hätte ja sein können, dass sie sie nochmal nimmt. Aber so richtig rückversichert hast du dich offensichtlich nicht. Nee, das war dumm, ja. Okay, also insofern bist du auch selber schuld, dass auf einmal die Situation ist. Jetzt gibt es Samantha. Hast du Samantha schon mal gesehen? Bilder, ja. Bilder? Hm. Und was geht da so in dir vor, wenn du dir überlegst, dass Samantha theoretisch dein Kind sein könnte? Naja, klar, das ist ja nun auch, fließt mein Blut durch, könnte sein. Das ist dann so eine Sache. Also ich weiß nicht, was da in mir vorgeht, ich kann es nicht beschreiben, das geht nicht. Was hältst denn du von Sarah? Nicht viel. Warum absolut nicht? Nicht viel. Naja, ich meine, ein Mädchen, das dreimal fremd geht oder zweimal, okay, ist schon hart an der Grenze, finde ich schon ziemlich dreist und frech und weiß nicht. Das finde ich total, also ich finde es bescheuert. Das ist total. Findest du das, also ich glaube, ich würde mal sagen, es gäbe bestimmt jetzt andere Mädchen, die sagen würden, also die Sarah ist, ich nehme jetzt mal einen Begriff, den ich nicht so meine, aber ich könnte mir vorstellen, dass andere den vielleicht benutzen würden. Dieser Begriff schlampig, ja. Das ist, ich darf ihn ja eigentlich nicht sagen. Insofern wäre es leichter gewesen, wenn ihn ein anderer ausspricht. Aber angenommen, es würde jetzt jemand so über Sarah reden. Würdest du dann sagen, der oder diejenige hat recht? Ja. Also, na klar, definitiv. In deinen Augen ist sie eine Schlampe. Ja, ja, doch, wirklich. Also ich hab da kein Verständnis für. Nee, ich formuliere es deshalb so, weil ich weiß ja, wie ihr alle so tickt. Und ich kenne ja die Gedanken meines Publikums. Und natürlich kann man es ein bisschen verstehen, wenn jemand da kritisch wird und sagt, also wirklich, mit 18 Jahren oder überhaupt, egal wie alt man ist, irgendwie so wahllos und dann irgendwie völlig egal, wer da kommt und gerade mal das Kind macht und so weiter. Das ist schwierig. Das muss dir eigentlich auch Probleme machen, David. Nervt dich das gar nicht, dass sie sich so verhalten hat? Natürlich nervt mich das. Mir kotzt es doch an, aber... Was sagen wir denn? Ja, es passiert halt. Was soll ich jetzt machen? Gut, ich hätte die Konsequenzen draus gezogen und hätte sagen können, ich gehe nicht mehr zu ihr zurück. Aber irgendwas, ja, bitte, was mich halt doch wieder zu ihr rangezogen hat. Sag mal, kennst du denn eigentlich auch René? Sehen. Ja, aber persönlich mit ihm gequatscht habe ich noch nicht. Sie hat dich ja mit ihm betrogen, ne? Ja, weiß ich. Na gut, irgendwie finde ich es erstaunlich. Ich sag mal, Sarah das war so scheint aber irgendwie bei euch allen immer doch einen Eindruck hinterlassen zu haben, weil ihr seid ja immer wieder zu ihr zurückgegangen. Irgendwas muss sie an sich haben. Ja, nee, jetzt sage ich, sie ist bescheuert. Und ehrlich gesagt, damals weiß ich nicht, warum ich wieder zu ihr zurückgegangen bin. Das kann ich ehrlich nicht beantworten. Okay, also Gefühle sind keine mehr da. Nee. So, angenommen, es sollte jetzt der Fall auftreten, dass Samantha dein Kind sein könnte, Tim. Übernehme ich Verantwortung und kümmere mich drum, ist ganz klar.
Ja? Ja, natürlich. Na dann, dann könntest du theoretisch damit heute anfangen, sofern es denn so ein Ergebnis geben würde, denn Samantha ist hier. Und ich denke, du würdest ihm das auch zubilligen, oder? Mhm. Okay, René fehlt noch im Bunde. Oh Gott, René gehört ja auch noch dazu. Ist er hier? Würdest du dich freuen? Nee. Warum denn nicht? Weil das ein schlimmster Albtraum ist. Warum? Darum. Weiß ich nicht. Weil ich ihn nicht sehen will unbedingt. Okay. Also René ist Teil dieser Sendung, aber nicht in der Weise, dass er heute hier Gast ist. Er wollte kommen, er hat kurzfristig gesagt, dann mag er doch nicht kommen. Nichtsdestotrotz haben wir auch von ihm Speichelproben entnommen. Das heißt, wir konnten sozusagen einen Vaterschaftstest mit allen machen. Und das ist ja das, was am wichtigsten heute ist, denn das soll geklärt werden. Ja? Drei potenzielle Väter, Tim, René und David. Ja? Ich bin sehr gespannt, wir gucken uns einfach an, was dieser Vaterschaftstest heute bringt. Ich fange mal mit René an, weil er nicht da ist. Tja, getestet wurden René und Samantha. René ist, Sarah, in deinem Bett gelandet, wie du selber sagst, weil du betrunken wie eine Axt warst, ja? Blau wie eine Axt. Tja, und sagst, du hast auch nicht das beste Verhältnis zu ihm. Ist es dabei zu der Zeugung dieses süßen Mädchens gekommen? Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass es sich bei solchen genetischen Konstellationen nach internationalen Standards 100%ig nicht um den Vater handelt. René, der heute auch nicht hier ist, ist ausgeschlossen als Vater. Ich sehe Erleichterung. Kommen wir, bei wen habe ich hier? Nehme ich mal David. Du kümmerst dich, bist für das Kind da. Es wird über dich geredet, als dass du keine Kinder zeugen können sollst. Du selber sagst, völliger Schwachsinn, gibt überhaupt keinen Indiz dafür. Hast du Samantha gezeugt? Die Analyse des übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass bei einer solchen genetischen Konstellation ebenfalls die Vaterschaft ausgeschlossen werden kann. Na toll. Oh mein. Tim, es wird sehr eng. Mhm. Aber es gibt noch eine einzige Möglichkeit, dass du doch nicht der Vater bist. Das wäre krass. Denn also denn jemand, der drei Männer so wahllos im Kreuzverkehr sozusagen ins Bett lässt, der lässt vielleicht auch einen vierten Mann ins Bett. Nee. Sicher? Ja. Ganz sicher. Ja. Tja, getestet wurden Tim und Samantha. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge, Tim, bei 99,9998% liegt und als erwiesen gilt. Tim, ich sag mal herzlichen Glückwunsch, du bist Vater. Ja, nehme ich mit Bedenken an. Also, naja, ich bin 18, hallo? Wer wünscht sich mit 18 ein Kind, es sei denn... In der Tat richtig, aber du bist 18 und du weißt, dass es nicht die Bienen sind, die Babys bringen, ne? Ja. Du hättest ich jetzt schaffe, mich mit 20 drum zu kümmern, dann kannst du mit 18 auch. Ja, na, sicher, klar. Das wird schon, klar. Wie geht's dir damit, David? Muss ich so hinnehmen. Bist du sehr traurig deswegen? Schon, ja. Es geht. Ich kann es verstehen. Enttäuscht. Ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Mhm. Ja, und ich, wie schon gesagt, ich finde es ganz toll, dass du trotzdem, trotz dieser Riesenfrage, ob du es überhaupt bist als Vater, diese Verantwortung übernommen hast. Wie dem auch sei. Und siehst bitte von der Seite, Samantha ist so süß. Und sie ist oben. Willst du sie dir angucken? Ja, natürlich. Darf er? Okay. Wie geht's dir? Gut. War klar. Du hast mit gar nichts was am Hut. Kann das eigentlich sein? Gibt es auch mal Momente, wo du auch mal irgendwie frustriert oder traurig bist, sag mal?
Oder wo du mal Mitleid gekommen wäre, wenn es René gewesen wäre. Okay. Weil du hast was unheimlich Abgebrühtes, finde ich, dafür, dass du so jung noch bist. Ich bin echt ein bisschen erschrocken darüber. Also man hat so das Gefühl, dir ist alles völlig Latte. Aber ich höre, okay, es gibt wohl auch bei dir noch Punkte, die dich interessieren. Trotzdem, David, wir bauen auf dich. Definitiv. Okay? Tim, in diesem Sinne, alles Gute euch dran.